Nach einem goldenen Börsenmonat, dem Oktober, ist der DAX auch freundlich in den neuen Börsenmonat gestartet. Also auch der November bislang sieht ganz freundlich aus. Einige Börsianer rechnen damit, dass der DAX weiterhin Puste hat und weiter ansteigen kann. Aber auch Aktienanleihen bieten eine attraktive Verzinsung. Nun stellen sich viele Anleger schlicht und einfach die Frage, soll ich in eine Aktienanleihe investieren oder doch lieber in eine Aktie direkt? Andreas Pataniak von der Dialog Vermögensmanagement ist heute bei uns. Schön, dass Sie da sind. Ja, wie funktioniert denn eigentlich generell eine Aktienanleihe? Eine Aktienanleihe ist ein verbrieftes Derivat, wird im Prinzip vom Emittent so konstruiert. Man nimmt die Aktie, verkauft dazu noch zwei Call-Optionen auf die Aktie und nun hat man schon die Aktienanleihe. Nehmen wir mal das Beispiel in der Praxis. Gehen wir mal davon aus, wir nehmen eine Aktienanleihe auf die BASF. Wir nehmen einen Basispreis von 50 Euro, einen Zinssatz von 4% und ungefähr eine Laufzeit von einem Jahr. Der Kunde erhält bei Fälligkeit, also in einem Jahr, seinen Zinssatz von 4%. Und wenn die Aktie, aktuell ist die BASF ja bei 75, bei Fälligkeit über der 50er Marke steht, also über dem Basispreis, erhält er auch wieder seine 100%. Sollte aber zum Fälligkeitstermin jetzt die Aktie der BASF unter 50 sein, dann erhält der Kunde entweder den Gegenwert in bar oder auf dem Kontogut geschrieben oder erhält die Aktien. Also als Beispiel 10.000 Euro, dann Basispreis 50, würde der Kunde 200 Aktien der BASF ins Depot gebucht bekommen. Wäre die Aktie bei 40, dann hätte er aktuell dann 8.000 Euro Gegenwert im Depot. Welche Vorteile haben Aktienanleihen Ihrer Meinung nach gegenüber einer klassischen Anlage in Aktien? Gut, der Kunde hat auf jeden Fall schon mal eins, er weiß ganz genau, dieser Zinssatz, wie jetzt diese 4%, die erhalte ich nach einem Jahr. Er hat auch noch den Vorteil, dass er natürlich auch Kursschwankungen aussitzen kann. Die Aktie kann ja bis zum Basispreis dementsprechend noch runtergehen und er erhält eben dann sein eingesetztes Kapital wieder. Wie sieht es aus mit Nachteilen, beispielsweise der Dividendenzahlung? Gut, das ist richtig. Die Dividende, die ist im Prinzip in dem Konstrukt mit enthalten. Deswegen kann man auch die höhere Verzinsung angeben. Darauf verzichtet er bei der Aktienanleihe. Er hat natürlich auch den Nachteil, dass er gegenüber der Aktie eine Befristung hat. Nach der Fälligkeit ist es vorbei und man muss eben dann das Glück haben, über dem genannten Basispreis zu sein. Die Aktie wiederum, die hat natürlich eine unendliche Laufzeit und unendliche Zahlungen an Dividenden, sofern natürlich das Unternehmen bezahlt. Welche Markterwartung sollten Anleger haben, die jetzt eine Aktienanleihe kaufen? Richtig, also die Markterwartung sollte so sein, dass man zumindest mal von einem Seitwärtsmarkt ausgeht, der so ähnlich, vielleicht nicht ganz so stark wie dieses Jahr verläuft, aber dass er natürlich nach unten noch einen Puffer hat, aber auch für Aufwärtstrends. Es liegt ja daran, ob der Kunde sagt, der Basispreis soll tief im Geld sein, also weit vom aktuellen Kurs oder umso näher zum aktuellen Kurs, umso aggressiver wird natürlich auch die Aktienanleihe und dadurch natürlich auch die Verzinsung. Ja, und fragen wir zu guter Letzt noch, wie sieht es denn mit Ihrer persönlichen Markterwartung aus? Was trauen Sie dem DAX denn quasi noch zum Jahresende hinzu? Ja gut, das Jahr war sehr schwierig dieses Jahr, das muss man einfach sagen. Erst der enorme Anstieg auf 12.400, dann wieder dieser extreme Einbruch bis 9.400. Jetzt hat meines Erachtens die EZB mit ihrer Aussage, diese Aktienanleihekäufe noch stärker zu forcieren, den Startschuss gegeben für die Jahresendrallye. Wenn der DAX über die 11.200 kommt, warum 11.200? Da verläuft aktuell der Abwärtstrend, der bei 12.400 begonnen hat. Wenn wir darüber gehen sollten, haben wir durchaus gute Chancen, auf 11.600, 11.800 noch dieses Jahr zu kommen. Aber muss ich auch sagen, sollte die Fed meines Erachtens wieder erwarten, zum ersten Mal nach vielen Jahren die Leitzinsen erhöhen, dann müssen wir uns wohl doch auch noch auf turbulente Jahresendzeiten einstellen. Also es könnte weiterhin turbulent sein an den Märkten. Wir haben dieses Jahr schon so viele Kapriolen gesehen und vielleicht geht es genau in diesem Tempo weiter. Soweit Andreas Pataniak mit einer Einschätzung, für welche Anleger Aktien oder doch die Anlage in eine Aktienanleihe am besten geeignet sind. Herzlichen Dank fürs Gespräch und schön, dass Sie da waren. Vielen Dank, Frau Frey.